Hallo, 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 hier ist wieder Schucki Manucki Night Shift mit Pujan, Christian und meiner einer. Nach dem Intro geht's direkt los mit einer total bescheuerten Frage. Pow! Was macht Sascha eigentlich, wenn man ihm diesen scheiß Zeigefinger abpackt? Nee, wir so! Tatsächlich! So. Okay. Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schoki Banoki Night Shift. Wie ihr merkt, sind wir schon gut drauf. Das wird sich gleich ändern, denn Christian hat ein paar Fragen mit dabei und die Antworten werden wir dir nur so um die Ohren knallen. Okay. Das glaubt. Okay. Frage Nummer 1. Was ist eine Agraffe? Karaffe falsch geschrieben. Agraffe. Ich buchstabiere A-G-R-A-F-F-E. Agraffe. Eine Frucht? Nein. Weiß ich doch. Ja. Eine missbildete Giraffe. Eine Agraffe. Der Knoten wurde zu einem Agraffe. Das kann ja alles sein. Eine Agraffe. Ja. Das kann ein Mond sein. Hat das was mit Agrar zu tun? Mit Agrar nicht, nein. Ist aber mit Erzeugnissen, die aus dem Weinbau kommen. Also doch Obst. Ist das die Karaffe für Wein? Nee. Ist das etwas, was bei der Lese des Weins benutzt wird? Nein, eher was man... Beim Abfüllen? Wo das Erzeugnis eingetütet. Okay, also Karaffe sind diese Bottiche? Eingetütet. Ein Behältnis. Karaffe sind diese großen Bottiche, wo die Weintrauben reinkamen. Mhm. Und man das dann mit den Füßen zertreten hat und so mit dem Wein rausgepresst hat. Käse. Also Press. Und dann haben die Leute aus dem Bottich rausgetrunken. Nee, aus den Füßen. Ist das dieser Pressbottich gewesen? Nein. Eine Agraffe war aus dem Mittelalter kommt das Ganze. Immer das Mittelalter. Wenn du das sagst. Also Mittelalter, das war so ein Behältnis, dass man entsprechend, wo man Wein rausgetrunken hat. Und das war aus Holz. Versucht mal weg von dem Behältnis, sondern mehr hin zu dem Wein. Nein. Eine Agraffe filtert das, was fest ist, von dem, was flüssig ist. Das nennt man Filter. Nein, das ist Fruchtfleisch, nennt man das. Fluchtfleisch? Fluchtfleisch. Ist das Fluchtfleisch? Nein, es ist nicht das Fruchtfleisch. Ich sage es euch. Nein, gib uns die Nein, ich will es ja nicht wissen. Okay, du willst es gar nicht wissen. Es geht mehr dazu, wie man das Ganze verschließt. Boah, das war sau laut jetzt gerade. Warte mal. Wenn man es verschließt. Ja. Was denn? Die Agraffe ist das Gerät, mit dem der Korken auf die Flasche kommt. Das ist ein mittelalterlicher Korken. Mit dem das Fass zugedeckt wird. Die hatten noch keinen Korken. Und die haben Agraffen genommen. So. Die haben Agraffen genommen. Ja. Ja. Ihr seid fast da. Das hat man nicht reingemacht, sondern drumherum. Holt mich raus. Also bei euch muss ich gerade sagen, ihr seid nah dran, aber es ist wie kurz vom Klon die Hose geschissen bei euch beiden. Ja? Also ihr seid fast da, aber... Also sehr entspannt. Ja. So genau. Wie immer. Ja. Was denn? Also eine Agraffe. Agraffe, ich sag's euch. Ach, eine Agraffe! Das Drahtgeflecht über dem Korken einer Sekt- oder Champagnerflasche. Ja. Ihr kennt das? Ja. Dieses Metallteil da drüber? Ja. Ach so. Wo man so dreht? Ja. Was hat das mit Mittelalter? Ja, ganz kurz. Du hast Mittelalter reingebracht. Und was ist damit? Ich weiß im Mittelalter. Und das ist die Agraffe. Er, Trottel, er hat es die ganze Zeit falsch ausgesprochen, sonst wären wir schon längst drauf. Agraffe. Agraffe. Ach so. Agraffe. Dampf nochmal. Wer hat den Legastheniker hier ein? Ja, gut, okay. Agraffe. Da ist kein Akzent drüber, deswegen ist es ein Agraffe. Eine zweite Frage nochmal noch. Okay. Was verdanken alle Autofahrer dieser Welt Herbeck dem bulgarischen König Ferdinand dem I.? Ich weiß es. Ja. Sicherheitsgurt. Nein. Die Hupe. Nein. Das... Rechtsfahren. Nein, das Rechtsfahren auch nicht. Nein. Die Frauenparkplätze. Ja, die Frauenparkplätze gehen auf König Ferdinand den I. zurück. Ja. Der hat sich gedacht, hier bei mir auf dem Kutschenhof sieht so fürchterlich aus. Das war so Konstellation der Bremse. Also wo mit welchem Fuß die Bremse getreten wird. Handbremse. Nein. Dass alle Autos. Ja. Rückspiegel.
Den Otto-Motor. Nee, alle Ottos. Nee, alle Ottos. Das war nicht geil. Otto-Motor. 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 Was traf Zeppelin? Den Otto-Motor. Dass man vorwärts fährt und nicht rückwärts die ganze Zeit. Ich bin auf einmal, wenn der Bulgare, nicht was ein Bulgare? Es ist, ich sag's dir nochmal, warte mal, ich gucke, was verdient denn dem bulgarischen König? Ich schätze mal, es ist ein Bulgarer. Ja, genau. Ja. Also der normalerweise früher ist man immer rückwärts gefahren. So. Mit der Kutsche, die Pferde sind rückwärts gefahren. Oh, nee, das hier. Die haben gedrückt. Ja. Die hatten damals keine Fensterscheiben, da hat sich aber schon mal ein Brett an die Kutsche gemacht, mit den Ellbogen. So die Firma Daimler hat einen Wunsch, dass König Ferdinand... Ach so, das war gar kein mittelalterlicher König, sondern das war ein König... Ah, ich verstehe. Alle Könige. Ich weiß es. Ein Kurs. Was hat er gesagt? Federung. Nein. Die Stoßstange. Eine Hupe. Hatten wir schon. Nein. Noch eine Hupe. Minibar. Auch schön, aber nein. Ich getönte Scheiben. Ah, der Rücksitz. Weil der gerne auf dem Rücksitz wollte. Tiefer gelegte Kutschen. Der Ferdinand wollte auf dem Rücksitz, wollte der immer... Viel einfacher. Fuchsschwanz. Die Motorhaube. Eine Bose-Anlage. Eine Motorhaube immer poppen wollte. Eine Bose-Anlage. Der wollte eine Bose-Anlage. Surround Bassrolle. Ah, den Liegestuhl. Weil er poppen wollte. Nein, die Mittelarmlehne. Die Mittelarmlehne, weil er poppen wollte. Wir kommen langsam in die richtige Richtung, ja. Getränkehalter. Also irgendein Feature im Auto. Genau, irgendein Feature. Handschuhfach. Aschenbecher. Aschenbecher, richtige Antwort. Warum habe ich nicht früher Aschenbecher gesagt? Weil ich auf seinen Wunsch hin baute Daimler in seine Limousine im Jahre 1914 zum ersten Mal einen Aschenbecher ein. Aschenbecher? Ja. Warum weiß ich denn, dass der geraucht hat? Hat er geraucht? Und was war es vorher? Aber er wollte nur einen Aschenbecher. Und was war es vorher? Spuckenapf oder was? Ja. So Kauderbackmäßig. Wahrscheinlich. Also, vorher war ein Navi drin. Nimm den Scheiß raus, ich will einen Navi, ich brauche einen Aschenbecher. Nimm den Scheiß raus. Und dann erst 150 Jahre später. Das ganze Navi voll, ist doch scheiße. 150 Jahre später war es ein Navi dann erst. Oh mein Gott. So, also Agrafé oder Agraffe und... Agrafé. Nee, es heißt Agraffen. Du lernst es nicht. Ja? Sonst ist hier kein... Sonst wäre hier ein Akzent drüber. So. Das war Schoki Banoki Nightshift heute mit Christian und Pujan und meiner einer. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Nächstes Mal wird der Christian wieder ordentliche Fragen raus. Ich dachte, nächstes Mal ist der Christian nicht mehr eingeladen. Kann auch sein. Ciao. Tschö. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.